In diesem Video scheint die Sonne, hat einer keine Ahnung, filme ich eine Wiese, darf ich kein Feuer machen, halte was Gelbes in der Hand, feiere eine Premiere und mache eine erschreckende Entdeckung. Jungs, wo steckt ihr? Wir wollen losfahren. Was ist denn hier los? Fährt heute Co-Pilot? Nein. Guck mal, Füßli viel zu kurz für die Pedale. Geht doch nicht. Und solange der sich hierhin bewegt, zeige ich euch mal noch was. Aber als erstes, hallo zusammen. Ich bin's, Kai von Travel Camping Living. Und ihr seht richtig, kein Schrauben. Wir fahren los. Bevor wir aber den Motor anwerfen, noch eine Sache, die ich euch zeigen will. Stolz drauf. Und dafür gehen wir ein Stück nach hinten. Und da seht ihr schon, meine Zewa-Rolle ist endlich befestigt. Dank eines magnetischen Küchenrollenhalters von Enders und den Magnetpads von Silvi hängt jetzt endlich die Küchenrolle da, wo sie hin muss und fliegt nicht mehr durch den Van. Die Montage hochkant ist nicht ganz praktisch, aber in dem Fall nicht anders machbar. Denn wenn ich sie hier hin papp, dann nimmt sie mir das Licht von der Lampe. Das ist auch nichts. Somit teste ich jetzt mal die Position und wenn sie nichts ist, kann ich das Nanopad von Silvi einfach abmachen und woanders hinpappen und wieder versuchen. Und jetzt fahren wir ab. Wollen wir mal losfahren? Sommer ist es. Über 20 Grad tagsüber. Der Wahnsinn. Noch nie so einen komischen April erlebt. Und wir fahren jetzt erstmal noch tanken, Wasser holen, also so das Standard vorgehen. Und dann geht's auf die Autobahn und in die Berge. Sommerreifen sind drauf. Das habe ich diese Woche alle erledigt. Der Sommer kann kommen, beziehungsweise ist ja schon da. Die zwei sind auch schon im Sommermodus. Die Wintermützen abgesetzt. Die Schals wollen sie noch nicht so richtig aus der Hand geben. Kann ja noch mal kalt werden. So viel dazu. Jetzt fahren wir erstmal ein bisschen. Getankt haben wir. Jetzt kommt noch Wasser in den Tank und dann sind wir parat fürs Wochenende. Wetter eher schlechter werdend als noch besser. Wasserbetankung mit Schlauch immer noch die bequemste Lösung. Und sauber reinlaufen tut es in Zottl immer noch nicht. Die Luft kommt einfach nicht ordentlich raus. Und dann geht halt auch das Wasser nicht wirklich gut rein. Die Wasserschlacht wäre geschlagen. Ich hatte mal einen Schlauch eingelegt in dem Zulaufschlauch zum Tank. Der ist mir aber irgendwann abhanden gekommen, ist rausgefallen. Und jetzt habe ich ihn nicht wieder reingekriegt. Das muss ich nochmal machen. Dann kann ich auch wieder ordentlich betanken. Und ich sage euch eins, mit Sommerreifen bzw. Allwetterreifen wieder unterwegs zu sein, ist eine Wohltat. Die rollen einfach deutlich angenehmer ab als die Winterreifen. Und falls ihr euch fragt, wo wir hinfahren, wir fahren jetzt erstmal Richtung Kanton Glarus selber. Und dann geht es dann irgendwie links berghoch durch viel Wald, noch mehr Berghof, einige Kurven. Irgendwann ist man oben und dann kommt hoffentlich da so ein Parkplatz. Wir werden sehen. Wir haben Glarus Downtown erreicht. So sieht es hier aus. Berge geradeaus, links und rechts. Und wir fahren jetzt vorne links und dann verlassen wir die Stadt auch wieder und fahren da den Berg hoch. Es geht rechts nach Mullern, Fronalp. 2,30 Meter, 18 Tonnen, 3,5 Tonnen, das reicht. Also fahrt hier nicht hoch, wenn ihr groß und dick seid. Es geht auch gleich mal gut den Berg hoch. Ja, und dann steht hier, ist das ein Alpaka? Glaub schon, oder? So, hier nochmal das Schild, nicht breiter als 2,30. Und jetzt geht's in vielen Kurven hier den Berg hoch. Links runter der Blick auf Glarus. 6,3 Kilometer sind das jetzt hier, die wir uns über Single Track Road den Berg hoch schlängeln. Die Straße wird hier durch den Wald ein bisschen breiter wieder, aber nicht unbedingt übersichtlicher. Viele Kurven. Und wenn einem da ein schneller Fahrradfahrer entgegenkommt, dann scheppert's. Ja, und wie es aussieht, haben wir diesmal echt Glück und wir kommen bei Tageslicht an. Tage deutlich länger jetzt natürlich schon, aber wir haben trotzdem mal die ORC-LED angestellt. Kann ja nicht schaden. So durch den Wald
geben die auch noch ein bisschen Licht dazu. Die Strecke ganz klar nicht breiter als ein Kastenwagen. Gerade kam unverhofft eine sehr schlanke Brücke. Da wird es mit dem Teilintegrierten sehr eng. Linksseitig geht es wieder ganz schön den Hang runter. Genialer Blick so durch die Bäume, aber ich kann immer nur kurz hingucken, denn lieber geradeaus gucken, wo man hinfährt, als da, wo es bergab geht. 3,2 Kilometer noch. Jo, und dann gibt es mal kurz einen gigantischen freien Blick runter, von wo wir herkommen. Hintergrund Autobahn, Wahnsinn. Dann noch ein bisschen der verfärbte Himmel vom Sonnenuntergang. Und schon biegen wir wieder ab in Richtung Wald. Jetzt wird es nochmal eng hier, aber für Zottel gut. Wer breiter ist, wie gesagt, keine Empfehlung. Keinerlei Verkehr, niemand entgegengekommen, außer, ich glaube, zwei Wanderern. Und wir schrauben uns weiter in die Höhe. Der Wahnsinn, hört nicht auf. Immer noch 2,4 Kilometer. Auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole, aber der Blick ist der absolute Wahnsinn. Das ist schon wieder mal sehr geil in Glarus. Die haben es echt drauf. Da haben wir letztes Mal ja auch schon so eine krasse Strecke gehabt, als wir in Mettmann waren. Und entgegen kommt dir hier besser auch niemand. Kurzes Engstück, dann wird es jetzt wieder ein bisschen breiter. Und wieder ein gigantischer Ausblick. Leck! Ja, man könnte meinen, wir sind so ein bisschen oben angekommen. Es geht mal wieder unbergauf. Und rechts geht es jetzt wieder der Hang runter. Wir haben uns gekehrt. Links hoch und geradeaus Riesenfelsen. Heieiei. Und jetzt geht es hier nach Mullern links. Wir fahren aber nach Frohnalb rechts. Das sind Skilifte. Ja, Google Maps ist ein bisschen verwirrt. Aber ich glaube, wir müssen hier geradeaus und es geht wieder berghoch. Und zwar ordentlich. Und ich glaube, wir sind angekommen. Wow, schon richtig Betrieb hier. Zwei Camper sind schon da. Zürcher und noch ein anderer. Ja, Wahnsinn. Mit dem letzten Tageslicht haben wir es hier auf dem Berg geschafft. Und also, die Sicht ist gigantisch. Ich freue mich morgen schon auf den Drohnenflug. Das wird richtig geil. Denn wenn ich jetzt hier mal in Richtung Abhang laufe, dann sieht das ungefähr so aus. Die Sonne ist untergegangen, der Himmel noch leicht rötlich und vor uns Berge. Ja, noch eine Feuerstelle hat, aber Feuern ist verboten, denn in der gesamten Schweiz mehr oder weniger höchste Waldbrandgefahr, also mit Grillen oder sonstigem, ist nicht. Da hält man sich lieber an die Verbote, weil wenn dann mal ein Hang sonst Feuer fängt, dann wird das richtig teuer. Ja, und da ich ja jetzt unter die Schwenker gegangen bin, schwenke ich jetzt einfach mal hier über das Bergpanorama hinweg. Das ist echt der Knaller. Und es ist etwas frisch, muss ich sagen. Und in die andere Richtung, habe mir jetzt mal gedreht, ist es auch nicht wirklich hässlich, oder? Das sieht doch mal geil aus. Ja, noch ein paar Fotos gemacht hier aus allen Richtungen geschossen. Genieße jetzt hier noch den letzten Rest Tageslicht und dann gehen wir, glaube ich, doch wieder rein. Hab ein Essen muss ich noch, denn die letzte Mahlzeit ist dann doch schon ein paar Stündchen her. So, jetzt muss ich aber wieder in Zottel. Kurze Hose und T-Shirt, ist zu kalt. Ich fange an zu zittern und dann gibt es verwackelte Bilder. So, wieder in der Wärme. Hier ist schon alles aufgebaut. Scheinen nicht faul gewesen zu sein. Und jetzt gibt's was zu essen. Dafür öffne ich mal den Kühlschrank. Hol eine Tupper raus. Und noch eine Tupper. Und dann gibt's was zu essen. Denn der clevere und hungrige Camper kocht vor. Zumindest für den ersten Abend. Morgen müssen wir einkaufen. Und morgen zeige ich euch hoffentlich noch den neuen Stellplatz in Glarus. Bin ich durch Zufall drüber gestolpert, hat mir jemand auf Facebook geschrieben gehabt. Danke für den Hinweis. Und wenn ihr jetzt hier eh schon bin, dann stelle ich euch den kurz vor. Aber das machen wir morgen, jetzt erst essen. Hunger. Und was gibt's zu essen? So eine halbwegs Bolognese mit Reis. Ich hatte seit
Ewigkeiten kein Reis mehr. Ja, wo ich hier gerade lustig drauf warte, mein Essen fertig zu haben, kommt hier ein Auto hergefahren. Zwei Leute, kaum Licht, stellen hier ein Schild auf. Da weißt du jetzt auch nicht, was du davon halten sollst. Wir bleiben hier. Ja, das Schild konnte ich auch nur erkennen, weil ich hier so eine Killer-LED-Funzel habe jetzt, die mal so hell leuchtet. Sorry. Aber die macht mal ordentlich Licht und funzelt richtig weit. Ist ein geiles Ding. Bei ORC gekriegt. Sehr cool. Und das Geile ist, das Ding ist magnetisch. Das kann man zum Beispiel, wenn ich mal wieder irgendwo zurücksetzen muss, auf dunklen Wegen, kann ich das hinten an die Hecktür pappen. Und dann habe ich richtig Licht hinten. Sehr geiler Würfel. Wird geladen per USB und Zigarettenanzünder. Super geil. Ja, Mist. Ich habe gar kein Wasser dabei. Vergessen zu Hause umzufüllen und abzufüllen. War schon so lange nicht unterwegs, dass ich meine Routine völlig verloren habe. Da bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als ein Bier zu trinken. Denn Bier ist an Bord. Und sogar die leckeren kleinen Jeverflaschen. So, Hunger jetzt, Kopfverdammi. Und jetzt sitze ich hier wieder mit meinem Jever und öffnen. Ich habe ja mein Schweizer Messer verlegt, aber bei Brack CH gab es von Victorinox das Work Champ zum Superpreis im Angebot, Day Deal. Das hat alle möglichen Funktionen, von feststehendem Messer über eine Mörderfeile und eine Killersäge. Und natürlich hat es auch irgendwo einen Jever-Flaschenöffner. Das geiles Teil. Ich lieb's jetzt schon, noch nie verwendet. War jetzt gerade die erste Verwendung. Und jetzt wird gegessen. Und nicht überraschend, direkt aus dem Topf. Mach noch den Herd aus. Nehmen uns einen Löffel und dann lasse ich es mir schmecken. Die anderen beiden haben schon gegessen. Die leben von Luft und Liebe. Guten. Ja, nebenher könnte ich ein bisschen Hörbuch hören. Und Timo von www.stil.de schreibt. Mit dem treffe ich mich in Kürze. Hoffentlich. Das Abendessen ist durch. Die Reste in der Jeverflasche verdunsten. Und ich warte, dass die Daten überspielt werden. Denn wer reist, muss natürlich auch speichern und schneiden. Und das mache ich jetzt noch ein bisschen, bevor es dann nachher ins Bett geht. Während wir jetzt pennen gehen, könnt ihr mal noch kurz anschauen, was wir ausgepackt haben vor einer gewissen Weile. Und wenn das rum ist, sind wir auch wieder wach. Ich wünsche euch gute Nacht und bis gleich. Und zum Ende dieser Tour gibt es noch ein Paket. Das kam irgendwie, entweder habe ich es komplett vergessen oder es kam total überraschend. Eins von beidem. Auf jeden Fall war ich ziemlich überrascht, es bei meinen Eltern meiner Schwester vorzufinden. Und jetzt gucken wir mal rein. Da mein Taschenmesser abhanden gekommen ist, müssen wir mit herkömmlichen Messern arbeiten und machen mal auf. So sieht das aus. Noch nicht viel zu sehen. Ein weißer Umschlag. Hä? Eine leere M&M's-Packung. Sehe ich da Nasenabdrücke. Co-Pilot! Okay, das klären wir nachher ohne Kamera. Ganz komisch. Machen wir weiter. Eine volle M&M's-Packung ist noch dabei. Immerhin. Achtung, wichtige Ausweisdokumente. Huch. Das ist ja ganz komisch. Dann haben wir hier braune Masse. Dunkle Kakaocreme. Das hört sich aber verlockend an hier. Ich glaube, damit kann man arbeiten. Fairtrade. Dann haben wir hier noch geil. Spekulatius-Creme. Auch sehr fein sicherlich. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Ich habe mich so ein bisschen in Spekulatius-Creme
verliebt. Das passt super geil zu meiner Ausgleichsmasse. So, Verpackungsmaterial. Und Achtung, haltet euch fest. Ja, scheint, wir haben einen neuen Mitbewohner. Ein Osterhasen M&M. Gott. Der hat Ohren. Und das Schwänzli. Ach Gott, ist der süß. Augenbrauen. Aber für den müssen wir einen lustigen Platz finden, dass er immer schön im Bild ist. Der Knaller muss aufpassen, dass er nicht wegläuft, hat auch Füße. Da ist der Karton mal leer. Und jetzt habe ich das natürlich wie immer gemacht. Erstmal ausgepackt und nicht gelesen. Das holen wir jetzt nach. Wir haben ja zwei Umschläge. Machen wir mal den größeren auf. Ach Gott, ach Gott. Geil. Also das erstmal der Brief auf M&M Papier. Und hier noch mehr Zottel. Ach Gott. Es gibt viele Wege zum Glück. Einer davon ist Zotteln. Ja, das würde ich so unterschreiben. So, lesen wir mal. Lieber Kai, süßer Co-Pilot. Naja, so süß. Ja? Ernstes Wörtchen reden wir da noch. Und niedlicher Friedrich. Och jö. Oh, sie warten auf ihren Personal Summit 600 Plus. Na, ich drücke euch die Daumen, dass er bald da ist. Im Mai kommen. Das ist noch ein bisschen. Co-Pilot und Friedrich sollen nicht eifersüchtig sein auf den Zuwachs. Müssen wir nachher mal im Team angucken, aber normalerweise sind sie da. Schon pflegeleicht, damit kommen sie klar. Co-Pilot und Friedrich in der Schweiz noch nicht eingebürgert. Ne, sind sie nicht. Ich auch nicht. Jetzt besitzen sie einen deutschen Pass. Ah, okay, das ist wohl hier drin. Machen wir gleich auf. Liebe Grüße aus Hessen, dem schönsten Bundesland Deutschlands. Das sehen andere vielleicht anders. Ich enthalte mich da jetzt der Meinung. Monika und Frank haben das geschickt. Ja, liebe Monika und Frank, das ist eine geile Sache. Vielen herzlichen Dank für Urkunden, neuen Reisemitbewohner und Futter. Sehr geil. Und jetzt bin ich ja mal auf die Oh Gott, das grenzt ja schon an Urkundenfälschung. Ja, erstmal Friedrich. Auf der Rückseite ist noch die Wohnadresse mit angegeben. Und der Co-Pilot. Ist das nicht der Knaller? Oh Mann, Co-Pilot Bär und Friedrich Bär. Ihr seid der Knaller. Ja, so kommen wir dann jetzt auch wieder schön über die Grenzen mit den zwei Pappnasen. Oh, Geburtstag habt ihr nicht. Doch, vom Co-Piloten habt das. Korrekt. Friedrich hat... Ja, eigentlich am 24.12. Ist ja ein Weihnachtsbär. Ihr seid der Knaller. Echt. Ganz herzlichen Dank. Freut mich wahnsinnig. Die Pässe sind der Knaller. Absolut. Da kommt man wahrscheinlich noch wegen Urkundenfälschung dran, wenn man das mal vorzeigt. Ich weiß noch nicht genau, ob ich es mal probiere, aber gut, sie zu haben. Ganz lieben Dank. Oh Mann. So, Co-Pilot, und jetzt rupfen wir mal ein Hühnchen. Die Luft kommt einfach nicht ruhig. Die Luft kommt einfach nicht. Falls ihr euch fragt, nochmal. Aber nicht unbedingt. Unbedingt? La la la. Denn. Und das Geile ist, magnetisch. Das heißt. Falsche Seite. Ui, sie warten auf ihren Personal Summit 600. Na, ich. Plus. Oh, sie warten auf ihren Personal Summit 600 Plus.
to feel.